Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück hier bei My Time at Porsche. Ja, wir haben leider einen Handelsauftrag verloren, weil wir uns nicht darum gekümmert haben. Das ist blöd, weil das darf uns nicht passieren. Deswegen müssen wir gerade nochmal hier bei Missionen gucken. Haunted Cave, wir müssen... Der einsame Roboter. Ich glaube, wir müssen eine Lara bauen. Okay. Und wir haben hier, das haben wir gemacht, stelle scharfen Tee her. Okay. Steht dabei, wie wir den herstellen müssen? Ich glaube, wir sollten Tee machen und sollten dann Chili noch reintun oder so, gell? Wir haben irgendwo schon Tee da. Oder habe ich den vielleicht sogar im Inventar? Moment, es gibt ja so ein paar Sachen, die müssen wir auf jeden Fall machen. Hier, guck, ich habe Tee, habe ich schon da. Kräutertee und wir sollen irgendwas da reinpacken. Ich gucke nochmal ganz kurz. Mission. Pauli braucht den Hilfe. Schaffen die. Gebe Chili-Pfeffer und Tee in das Kochset. Chili-Pfeffer. Wo kriegen wir Chili-Pfeffer her? Müssen wir vielleicht mal gerade nochmal ins Handbuch gucken. Sekunde. Handbuch. Hier ist es. So. Gegenstände. Und zwar würde ich sagen, das sind Rohstoffe. Chili-Pulver. Chili. Warte mal. Da müsste doch hier irgendwo... Chili-Pulver, Chili-Sulfat, Chili-Pulver, Chili-Pulver, wo ist es? Ganz viele Fische. Wir sind ja leider nicht da, man kann auch leider hier nicht suchen. Ah, Mann. Chili-Pulver, Chili, Chili. Gibt's doch gar nicht. Es dauert natürlich jetzt auch zu lange, hier alles abzusuchen, weil wir haben ja einiges zu tun. Wir müssen ja eine ganze Menge Zeugs machen. Ich weiß gar nicht, wie man Chili-Pulver herstellt. Als allererstes möchte ich mit euch mal zu unserer Farm gehen, denn wir haben ja ein paar erwachsene Tiere. Und ich glaube, da wir ja viel Geld brauchen, würde ich vorschlagen, dass wir die erwachsenen Tiere vielleicht verkaufen. Also hier, die ganzen Tiere müssen wir streichen. Und wir müssen natürlich gucken, dass die auch was zum Futtern bekommen. So. Ich weiß nicht. Wie viele Tiere haben wir eigentlich? Ich glaube 12. Guck, sie ist bei 121%. Ich weiß nicht, ob es... Ja, es wäre halt auch ganz schön, wenn wir die Tiere hier behalten würden. Aber wir müssen ja tatsächlich ganz viel Geld machen, um unsere Upgrades hinzubekommen. Guck mal hier, Milch haben wir bekommen. Milch und buntes Fell. Okay, wenn wir die da behalten, bekommen wir dann... Ja, wenn das so ist, behalten wir die erst nochmal. Ich will erst mal gucken, ob wir dann vielleicht irgendwelche Sachen bekommen. Gut, wir müssen die natürlich füttern. Ich würde sagen, hier ein bisschen... guten Honig bekommen die. Was bringt noch viel? Äpfel haben wir gerade keine da. Kopfsalat können wir denen geben. Machen wir mal 15. Und dann haben wir noch Honig, Apfelkose. Machen wir hier noch Kartoffeln. So. Und hinzufügen. So. Gut. Dann haben wir die doch schon mal gut gefüttert. So, was ist denn jetzt? Wir müssen auf jeden Fall hier noch was pflanzen. Dafür müssen wir erstmal Pflanzzeug holen und wir haben natürlich hier wieder ganz viel Zeug. Was ist denn hier wieder für ein wichtiger Brief? Von Carol. Lieber Handwerker, die Nähmaschine, die du hergestellt hast, ist unglaublich. Ich kann jedes Kleiderstück viel schneller fertigen. Ich denke, dass ich mit dieser Maschine auch die Attribute von Kleidung verändern kann. Warum kommst du nicht vorbei und siehst es dir an? Der erste Versuch geht auf mich. Oh, sehr schön. Und von May. Wie hat dir mein Artikel gefallen? Oh, wir haben ihn noch gar nicht gelesen. Die Stadt ist jedenfalls ganz begeistert. Der Bürgermeister ist sogar in meinem Büro vorbeigekommen und hat mich gebeten, einen Artikel über ihn zu schreiben. Ich dachte, dass wir
damit die Verbesserung feiern können, die ein Porsche bewirkt hat. Deswegen ist deine nächste Aufgabe, folgende Fotos zu schießen. Bürgermeister Gale, eine TÜV-TÜV-Haltestelle, die Brücke am zur Bahnsteininsel, eine Straßenlaterne. Okay. Ja. So, wir müssen erstmal Saatgut einkaufen, weil wir nämlich nichts mehr zum Aussehen haben. Und ich hätte auch gerne so eine Sprinkleranlage zu Hause. Was gibt's eigentlich da oben bei dem Haus? Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen, oder? So, wir gehen mal hier rein. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier im Markt so alles bekommen. Das ist ja... So, hier ist das Saatgut. Das hier ist Tee. Achso, wir können mal gucken, ob es hier Chili-Pulver gibt. Hier gibt es auf jeden Fall Chili-Pfeffer. Ah, warte mal, das ist Chili-Pfeffer. Dann würde ich sagen, kaufen wir davon mal 2. Gut, die hätten wir schon mal gekauft. Dann gibt es also schon mal hier den Chili-Pfeffer. Was haben wir hier? Kleiner Pflanzkasten, brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Kartoffelfrüchte. Wir haben hier Kürbisse. Weizen. Die hatten wir bisher noch nicht. Und die wachsen wann? Kleiner Pflanzkasten und wächst wann? Im Sommer. Das ist natürlich doof, aber wir können natürlich schon mal 6 Stück kaufen davon. So, dann haben wir hier Kopfsalat. Davon sollten wir vielleicht noch ein bisschen was kaufen. So, und dann haben wir hier Cornball Seeds. Die wachsen alle Seasons und kosten aber ziemlich viel Geld. Wow, die kosten 100. Machen wir nur 4 Stück. Dann haben wir hier Late Carrot Seeds. Die wachsen... warte mal, war das im Großen? Ne, ist im Kleinen. So, der wächst nur im Herbst. Okay, dann haben wir hier Chili, der wächst... Ja. Im kleinen Kasten. Aber, kostet auch 100. Wir machen mal 2. Im Autumn, kleiner Sand... dann haben wir hier gar nicht so viele Seeds. Guck mal hier oben, Kartoffelfrucht. Habe ich die schon gekauft? Nee. Dann kaufen wir davon vielleicht nochmal 6 Stück. Die sind nämlich auch günstig. Dann haben wir hier Kürbisse. Die kaufen wir auch 6 Stück. Und hier Weizen. Da kaufen wir mal 10 Stück von. So. Baumwolle. Machen wir auch 10 Stück. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Können wir irgendwas verkaufen hier? Wie sieht es mit unserem Tee aus? Dafür bekommen wir 7 Goldstück, ist natürlich nicht so viel. Fleisch bekommen wir 1. Milch bekommen wir 3. Das ist alles nicht so toll, oder? Honig, hier, guck mal. Wir verkaufen 4-mal Honig. Dann haben wir hier Äpfel, die würde ich gerne aufheben. So, den Honig hier würde ich auch gerne verkaufen. Dann haben wir die Chili dabei. Das bringt es jetzt nicht so. Ich habe jetzt nicht so viel eingepackt, was wir verkaufen können. Hierfür kriegen wir 7. Wenn wir hier 15 Stück von verkaufen. Aber damit machen wir auch nicht so viel Geld, oder? Aber wir werden mal was verkaufen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche... Vielleicht gibt es ja irgendwelche Errungenschaften, wenn wir das machen. Hier, Milch. Ich würde ein bisschen Milch gerne mal aufheben. So. Gut, wir haben das jetzt alles gekauft. Und damit würde ich sagen, laufen wir auch schnell wieder zurück, denn wir müssen ja alles noch einpflanzen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Aufteilung wir machen. Vielleicht pflanzen wir mal von jeder Sorte, die wir gerade gekauft haben, immer mal so 3 Stück. Und wie ich gerade unten sehe, wir haben jetzt Pigmente. Das heißt, wir können auch die anderen Aufträge abschließen. So, Bushaltestelle und so, das sind ja, glaube ich, Missionen, die nicht so lange, die nicht so dringend sind. So, wir machen erstmal Folgendes. Wir gehen mal hier rein und... dann würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal die Sachen pflanzen, die wir noch nicht so oft gepflanzt haben. Was ist das hier? Ja, Cornballs, dann haben wir das hier und dann haben wir die Kürbisse noch. So, das soll erstmal reichen. Also, ich würde sagen, wir starten mit der 5. Hier ist aber alles schon ausgesät. Warum seid ihr eigentlich so kahl? Da müssen wir gleich mal gucken, ob die... 1.
Ah, hier wächst schon was, okay. Hier auch säen. 2, 3. Dann haben wir hier die Nummer 6. 1. Da haben wir nur 4 Stück von, dann pflanzen wir die alle. Dann haben wir die 7. Und nochmal die 8. Gut. Dann hätten wir uns heute ums Pflanzen gekümmert. Jetzt müssen ein bisschen Dünger ist ja noch drin. Die restlichen Sachen legen wir gerade mal in die Hütte. So. Und zwar war das hier, glaube ich, Kiste Nummer 2. Nee. So, wir haben hier, das wächst überall. Dann tun wir das hier rein und das tun wir da rein. Und das dahin. So. 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 Ah ne, guck mal, hier, die können wir zusammentun. Haben wir noch was, was wir zusammenwerfen können? Das ist nicht mehr hier. Ist nichts mehr doppelt, oder? Gut. Dann haben wir jetzt die Aufgabe, Tee herzustellen im Mixer. Ich glaube, die machen gerade was anderes für uns. Wir gucken mal nach. Die Mixer stehen jetzt alle hier drüben. Ist jetzt hier irgendwie dieser gemischte Tee? Ich mach das da auch richtig, oder? Nochmal gucken. Hier Missionen. Hier Teestunde. Im Kochset. Okay. Das haben wir alles verschoben. Das Kochset. Ne, da ist das Kochset. So, pass auf. Jetzt werfen wir da mal rein. Chili haben wir da. Und wir haben Tee da. Machen wir doch mal hier mit der 5. Man muss das da reinwerfen. Wie war das denn nochmal? Wir mussten das da reinwerfen. Ich kann es also nicht so machen. Doch, das kann ich schon. Kräutertee kann ich aber nicht reinstecken. F für nehmen. Nee. Nee, F. Da vorne. So. Und kochen beenden oder jetzt noch den Tee dazu. Wir müssen irgendwie Tee herstellen. Den Kräutertee geht nämlich nicht. Aber stand da nicht drin irgendein Tee? Und Tee in das Kochset. Wo könnten wir denn Tee herstellen? Gibt's hier roter Tee? Den müssen wir wahrscheinlich herstellen. Hier, Tee brauchen wir dafür und Baumharz. Tee. Gibt's im Bauernladen. Pass auf, wir holen einfach jetzt mal da Tee, damit wir die Aufgabe erfüllen können. Wir haben ja Kräutertee schon hergestellt, aber warum können wir keinen Tee herstellen? So, hier rein. Hallo Sophie. Nein, 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 nein. Hier. Hier. So, Tee. Tee. Es gab hier Tee, ich hab's schon gesehen. Hier. 3 Tee. Okay. Und tschüss. Mach's gut, Sophie. So, komm. Und los geht's. Ich habe auch nur noch eine Chilischote. Und wir haben auch eben vergessen zu gucken, ob irgendwas auf unseren Feldern schon ausgereift ist. Lass mal gleich mal gucken. Jetzt werde ich erstmal hier kurz hingehen und... Achso, kochen beenden.
Nein, das ist das nehmen. Mensch. Kochen beenden. Verdorbenes Essen, okay. So, wir haben jetzt beides zusammengetan. Dauert 8 Minuten. Neues Kochrezept. Scharfer Tee. So, haben wir gemacht. Und dann würde ich sagen, laufen wir gleich rüber und geben den Tee ab. Verdorbenes Essen. Ausdauer plus 1. Ich habe es jetzt einfach mal gegessen. Ich habe mir gedacht, naja, komm. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Es war ja nur eine Chilischote, die wir gekocht haben. Also es ist ein scharfes Essen gewesen, aber ich meine, es kann nicht schlecht gewesen sein. So, dann wollen wir mal gucken. So. Ja, so wird's gemacht. Und rote damit. Oh, der Pfeffer hat hier definitiv gezeigt, dass er der Boss ist. Das macht ihn nicht zu einem männlichen Getränk, aber es hilft. Danke für deine Hilfe, Handwerker. Du hast meinen Verstand heute stärker gemacht. So, Rufpunkte und... Hast du noch einen Auftrag? Nee, gut. Dann müssen wir hier Scrapsy Baby suchen, weil der muss nämlich noch was futtern heute. Der war nämlich heute noch nicht... Der ist heute noch nicht gefüttert worden. Scraps. So, wir müssen Fotos machen. Und zwar hier von... einer Töfte-Haltestelle. Und, weiß jemand noch die Taste? Das C? Nee. War es F? Nee. Ich muss mal nachgucken. Optionen und Steuerung und Kamera ist Z. Ne, waren wir da schon nah dran. So, Z. Und Foto machen. Gut. Speichern. Übrigens, wenn ihr das Spiel auch spielt und ihr eure Bilder sucht, die ihr fotografiert habt, dann kann ich euch sagen, wo ihr sie findet. Sie finden sich nämlich im Dokumentenordner eures Windows und da unter eurem Namen bei Bildern, da findet ihr die Bilder. Ich habe nämlich danach ewig lange gesucht und hab's nicht gefunden. Und dann habe ich es dann im Endeffekt dann... Wie habe ich es denn gefunden eigentlich? Der steht nämlich nirgendwo. Wie habe ich es denn dann hingekriegt? Ich habe es dann irgendwie... Ach, ich habe, glaube ich, nach den Bildern gesucht. Genau. Ich glaube, ich habe nach den Bildern dann im Ende... Hier glitzert was. Ich habe was gehört, aber ich weiß nicht, wo es war. Gut, wir haben ein Foto gemacht von einer Straßenlaterne. Das ist aber nicht abgehakt. Bridge to Amber Island. Von der Töfte-Haltestelle. Das haben wir doch gemacht. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir müssen jetzt ganz dringend nochmal in eine Höhle gehen. Und Klebstoff besorgen. Oder Hartungsmittel besorgen. Denn das fehlt uns ja um... Warte mal, nee, warte, ich hab's glaube ich... Sekunde, habe ich das vielleicht... Hartungsmittel? Wir waren das letzte Mal noch in irgendeiner Basis gewesen und haben schnell noch... Ich habe aber kein Hartungsmittel mehr. Müssen wir doch nochmal was einkaufen gehen. So, hier oben bei den Monsters. So, wir machen mal hier 5 Stunden verbrauchte Zeit und es gibt hier... Wir können auch das hier machen. Ach komm, wir machen das hier. Vielleicht gibt es da mehr Loot. Den Loot tut gut. So, wir nehmen natürlich wieder unser Hämmerchen.
So, jetzt sind wir hier drauf. Wie geht's denn hier weiter? So, dann mussten wir hier hochbalancieren. Ach, und da ist auch endlich mal jemand, den wir kämpfen können. Ups. Schwupps. Und hier geht's nochmal rein. Dann nehmen wir natürlich die Kiste mit. Und gleich weiter nach oben. Das war schlecht. So, jetzt geht's nach oben. Da hinten wartet wieder eine Ratte auf uns. So, jetzt müssen wir hier über die Rohre. Darüber. Und es ist zu. Wieso ist zu? Wieso ist denn da zu? Ja? Wieso war denn das jetzt... Hat das jemand verstanden? Ich hab's jedenfalls nicht verstanden. So, der Hammer haut richtig gut rein. So. Und Hebelchen ziehen. Komm ruhig her. Ich hab Zeit. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob wir schon guten Loot bekommen haben. Übrigens kann man hier keine Fotos machen. Also man kann Fotos machen, aber die Monster ignorieren dich dann. Und du kannst also jetzt nicht irgendwie dich in die Monster stellen und schöne Fotos machen von den Kämpfen. So. Stahlkabel, Kupferdraht. Ja, aber das ist schön und gut, dass wir das jetzt bekommen, aber wir brauchen Härtungsmittel. Silikonchips, alles gut. Aber ich brauche Härtungsmittel. Und zwar in rauen Mengen. Richtig viel. So, Gift und Kupferdraht. Ich mache mir Sorgen. Habe ich schon gezogen? Ach so. Gut. Level 23. Gift und Kupferdraht. Ja, das hilft uns aber nicht, weil wir müssen Härtungsmittel bekommen. Härtungsmittel ist das, was wir wirklich brauchen. Da ist schon mal eins. Siehst du? Die bringen uns nämlich Härtungsmittel. Oh nein, 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 das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Jetzt hüpft er raus. Mann, ey, bist du doof. Ich will kein Stahlkabel. Mann, ich will ganz einfach nur Härtungsmittel haben. Warum können wir das eigentlich nicht herstellen? Das muss ja nicht, kann ja nicht so schwer sein. Habe ich irgendwas übersehen? Gleich weiter. Wir müssen noch einen Screenshot machen. Mann. Vielleicht von dem Fetten. Von dem großen, dicken. Machen wir einen Screenshot, oder? So. Das war ja leicht. Ups. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Loot. Und schon wieder ein Stahlkabel. Ich brauche nur Härtungsmittel. Guten Tag. So, Tierknochen, alles ist gar nicht wichtig. Wir brauchen Härtungsmittel. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das bekommen. Härtungsmittel bekommt man nur von den. Ich muss von den Zack-Zwackern bekommen.
Wir haben ja auch noch unser neues Schwert. Jetzt haben wir aber mit dem Hammer gekämpft. Jetzt würde ich sagen, die nächste Runde machen wir mit dem... Ach, jetzt kommt, glaube ich, unser Freund, gell? Den würde ich dann, glaube ich, doch mit dem Hammer machen. Nee, ist die 3. So, pass auf. Wir machen mal ein Bild mit dem. So. Und ich würde sagen... Nicht mit der Pose, sondern so. Das ist doch cool gelungen, oder? Vielleicht noch eins? Ja. Nee, das nicht. Das ist auch cool. Oh nein. Na gut, machen wir das. Gut. Dann können wir jetzt wieder rausgehen hier. Und jetzt gibt's Trasche. So läuft das doch schon ganz gut. So, nochmal Hartungsmittel, 4-mal, super, das hilft uns natürlich weiter. Wäre schön, wenn hier noch ein Hartungsmittel drin wäre, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was zusammenbekommen. Hier gibt es, glaube ich, nur Geld und alte Teile. Old Parts. So, das noch weg. Wir müssen ja aufräumen, hier ist so viel Unordnung, ehrlich. Der hat schon seit Jahren nicht mehr aufgeräumt hier. Ah, hier. Was war das gerade? Fleisch? So, Goals. Siehst du? So sieht das auch ordentlich aus hier. Jetzt können wir gehen. Jetzt haben wir aufgeräumt. 34 Kills in 5 Ebenen. Alles klar. Und da würde ich sagen, Ruine verlassen. Jetzt sind wir, glaube ich, ziemlich spät. Es ist 1 Uhr nachts und wir kriegen, glaube ich, keinen Bus mehr. Ja. Wir kriegen keinen Bus mehr. So. Oh, da müssen wir laufen. Das ist natürlich ein weiter Weg. Und es ist halt echt doof, dass du gerade abends, wenn du knapp bei Zeit bist, mit der Zeit bist, dass du dann keinen Töff-Töff mehr bekommst. Ich meine, es ist ja wie im realen Leben und so. Du kriegst ja nie ein Taxi, wenn du eins brauchst. Aber hier ist es halt extrem schlecht, weil dadurch kommst du halt auch... Bist du halt schnell bewusstlos, wenn du zu spät bist in deiner Hütte. Ich versuche jetzt mal Gas zu geben, aber unsere Ausdauer hält auch nicht so lange vor. Eine Stunde haben wir noch Zeit. Ich hüpfe mal hier runter. Hier gibt es zum Glück keinen Fallschaden. Noch 45 Minuten. So, die Folge ist... Naja, es geht. 28 Minuten ist hier schon ganz okay. Gut, morgen müssen wir... Warum glitzert es hier? Ach so, da sind Pigmente hergestellt worden. Und da ist geröstetes Fleisch. Ja, ja, das sieht gut aus. Komm, wir gehen mal rein. Und ich würde sagen, morgen kümmern wir uns darum, dass es dann mit unseren Bauarbeiten weitergeht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst sind wir gleich... Ach so, ich kann ja hier reingehen, genau. So, also morgen, da werden wir uns darum kümmern, dass wir dann ein bisschen weiterbauen an unserem Zeug da. Und ich will mal versuchen, dass wir auch den Ballon endlich fertig bekommen, denn den müssen wir bauen. Und dann mussten wir noch was mit Pigment bauen. Irgendwas braucht auch noch Pigment. Und wir konnten es nicht bauen, weil wir das Pigment noch nicht hatten. Ich weiß es nicht mehr. Wir machen aber zum, auf jeden Fall morgen machen wir erstmal den Ballon. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.